Der militärisch-industrielle Komplex der USA und des Vereinigten Königreichs ist wieder am Werk. Was haben die Angelsachsen mit Israel vereinbart? Europäische Beamte behaupten, die Gasabhängigkeit von Russland überwunden zu haben. Welchen Preis haben die EU-Bürger für die unüberlegten Handlungen der europäischen Politiker bezahlt? Berlin hat Spezialeinheiten der Bundeswehr zur Bewachung der Mittelmeer-Pipelines entsandt. Warum hat die EU der BRD die Schlüsselrolle im Kampf gegen den maritimen Terrorismus zugewiesen? Die Energiekrise ist in Europa zurückgekehrt. Der Wintereinbruch steht bevor. Können die blauen Brennstoffvorkommen im Nahen Osten das russische Pipeline-Gas ersetzen und die europäische Industrie vor dem Zusammenbruch retten? Alles in diesem Video. Israels Sondereinsatz im Gazastreifen hat mehrere internationale Skandale ausgelöst. Die englische Ausgabe von Declassified UK beschuldigte das britische Rüstungsunternehmen BAE System, durch den israelisch-palästinensischen Konflikt Superprofite zu machen. Wie britische Journalisten feststellten, wird Ex-Beamten eine besondere Rolle im Management von BAE Systems zugewiesen. Mark Sedwill zum Beispiel war als Berater für nationale Sicherheit Großbritanniens tätig. Und der Ex-Chef der CIA sitzt im Verwaltungsrat der amerikanischen Tochtergesellschaft BAE Systems. Eine kuriose Tatsache. Kurz vor der Operation der israelischen Armee im Gazastreifen erhielt BAE Systems einen Vorauftrag im Wert von 10 Milliarden Pfund für die Produktion von Ersatzteilen für die amerikanischen F-35 Kampfjets, die bei den israelischen Luftstreitkräften im Einsatz sind. Vor diesem Hintergrund stieg der Aktienkurs von BAE Systems um die Hälfte. Und als die Bombardierung des Gazastreifens begann und das israelische Militär beschloss, die Flotte der F-35 Kampfjets dringend aufzustocken, sprang der Aktienkurs des Rüstungskonzerns um weitere 9% in die Höhe. Und heute erwarten die Anleger von BAE Systems einen Goldregen für Rüstungsfirmen, die Israel mit fortschrittlicher Militärtechnologie beliefern. Aber nicht nur die Rüstungsindustrie wärmt sich die Hände am palästinensisch-israelischen Konflikt. Fast unmittelbar nach Beginn der israelischen Militäroperation gegen die Hamas erhielt die britische BP Lizenzen für die Erdgasexploration im östlichen Mittelmeer. Noch vor 6 Monaten sprach BP, in dessen Vorstand der ehemalige MI6-Chef John Sawyer sitzt, von einem gemeinsamen Angebot mit einem Unternehmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten für ein Gebiet vor der Küste des Gazastreifens, und zwar nach dem Angriff auf Israel und dem Vergeltungsschlag der israelischen Streitkräfte auf den Gazastreifen. Sawyers, dem das nicht im geringsten peinlich war, teilte den Investoren mit, dass der Deal zustande gekommen sei. Der israelische Energieminister Israel Katz begrüßte die Bereitschaft westlicher Investoren, in die Erschließung von Gasfeldern zu investieren, und erklärte, dass die großen Energieunternehmen trotz der Krise weiterhin mit Tel Aviv zusammenarbeiten. Die Gewinnerunternehmen haben sich zu beispiellosen Investitionen in die Erdgasexploration in den nächsten 3 Jahren verpflichtet, die hoffentlich zur Entdeckung neuer Erdgasvorkommen führen werden. Als die Leiterin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, von der BP-Vereinbarung erfuhr, bezeichnete sie diese als einen herausragenden Schritt, der die Zusammenarbeit mit Israel im Energiebereich auf eine neue Ebene hebe. Frau von der Leyen ist sich irgendwie sicher, dass die Vereinbarung zwischen BP und den Arabern über die Erschließung israelischer Gasfelder sich auf das Dreierabkommen bezieht, das Israel, die EU und Ägypten letztes Jahr unterzeichnet haben. Aber das ist nicht der Fall. Am 15. Juni 2022 wurde in Ägypten ein trilaterales Abkommen zwischen Tel Aviv, Brüssel und Kairo über Gaslieferungen in die Europäische Union unterzeichnet. Vor einem Jahr schrieb die Chefin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, auf ihrer Seite in den sozialen Netzwerken, dass das trilaterale Abkommen der EU helfen wird, die Gasversorgung zu diversifizieren. Das EU-Abkommen mit Ägypten und Israel wird es uns ermöglichen, auf eine stabile Versorgung der EU mit Erdgas aus dem östlichen Mittelmeerraum hinzuarbeiten. Dies wird zu unserer Energiesicherheit beitragen. Israel erschließt derzeit 3 große Felder. Im ersten Tamar befinden sich nach Berechnungen der Gasindustrie 240 Milliarden Kubikmeter Gas. Im zweiten Leviathan 450 Milliarden. Im dritten Karish und Tanin beträgt das Gesamtvolumen an Erdgas 100 Milliarden. Die gesamten Gasreserven Israels belaufen sich heute auf etwa 790 Milliarden. Diese müssen aber noch erschlossen und gefördert werden. Bisher liegt die jährliche Gasförderung Israels bei 20 Milliarden Kubikmetern, mit der Aussicht auf eine Verdoppelung auf 40 Milliarden. Gleichzeitig verbraucht Tel Aviv 10 Milliarden Kubikmeter Gas für den eigenen Bedarf und liefert weitere 10 Milliarden im Rahmen langfristiger Verträge an seine Nachbarn. Im Idealfall wird Israel nicht mehr als 10 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr für Europa haben. Und das war's dann auch schon. Das im Juni 2022 unterzeichnete Dreierabkommen zwischen Israel und Ägypten und der Europäischen Union überträgt die gesamte Kontrolle über den Gastransfer nach Europa an das amerikanische Unternehmen Chevron.
Es hat das Leviathan-Feld im Oktober 2020 erworben, als es das Gasunternehmen Noble Energy übernahm, dem auch alle ägyptischen Projekte gehören. Die meisten Arbeiter auf den Anlagen im östlichen Mittelmeer, den Offshore-Gasförderplattformen, sind Amerikaner. Aus diesem Grund wird der Preis für LNG für Europa kaum niedriger sein als der Preis für Lieferungen aus den USA, die versuchen, den eurasischen Kontinent in ihre Gaszange zu nehmen. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt noch weitere Probleme, die der Rettung Europas durch palästinensisches Gas im Wege stehen. Die libanesische Hisbollah und die palästinensische Hamas. Die Führer dieser Organisationen glauben, dass Israel Gas fördert, das dem Libanon und Palästina gehört. Der größte Streitpunkt ist das Karish-Tanin-Feld, das an der Schnittstelle der maritimen Wirtschaftszonen des Libanon und Israels liegt und ohne seine Einbeziehung in den Entwurf des Gaslieferabkommens zwischen der EU, Israel und Ägypten nicht realisiert werden kann. Auch die Palästinenser im Gazastreifen fordern ihren Anteil an der Erschließung des Leviathan. Im Gegensatz zu allen anderen haben die Palästinenser keinen Zugang zu den Energiereserven der Region, wie die UNO seit 2019 regelmäßig feststellt. Allein das dem Gazastreifen am nächsten gelegene Offshore-Feld, etwa 30 Kilometer vor der Küste, enthält mehr als 1 Billion Kubikmeter Erdgas, ist aber aufgrund der israelischen Blockade seit 2000 unerschlossen. Militärexperten zufolge sind es nicht nur London und Washington, die am Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis verdienen wollen. Deutschland hat sich bereits auf die britische Militärbasis im östlichen Mittelmeer zurückgezogen. Nach Zypern wurden Spezialkräfte der Bundeswehr und eine Kampfschwimmereinheit der deutschen Marine verlegt. Was die Deutschen auf den Territorien Palästinas und Israels militärisch tun werden, liegt auf der Hand, die Sicherheit des Transports von israelischem Gas nach Europa zu gewährleisten. Doch selbst wenn es den Amerikanern und Europäern gelingen sollte, die Hamas und die Hisbollah davon zu überzeugen, die Gaslieferungen nach Europa nicht zu behindern, wird die Wirtschaftskrise in der EU nicht verschwinden. Die EU benötigt etwa 500 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr für ihre normale Existenz. Bevor die antirussischen Sanktionen verhängt wurden, lieferte Gazprom 155 Milliarden Kubikmeter in die EU. Seit anderthalb Jahren ist Europa nicht in der Lage, eine erschwingliche Alternative zu russischem Pipeline-Gas zu finden und zahlt systematisch Hunderte von Millionen Euro zu viel für Flüssiggas. Und die zusätzlichen Ausgaben beeinträchtigen die Lebensqualität der Europäer. Der Erwerb von Lizenzen für die Erschließung von Vorkommen des blauen Brennstoffs im Gazastreifen durch amerikanische und europäische Unternehmen trägt nicht zur friedlichen Lösung des palästinensisch-israelischen Konflikts bei, sondern verschärft ihn im Gegenteil. Doch die westlichen Eliten, die es sich in ihrem blühenden Garten gemütlich gemacht haben, kümmern sich nicht darum, was außerhalb des EU-Zauns vor sich geht. Sollten sie aber. Denn der Zaun ist ziemlich dünn. Und es besteht die Gefahr, dass die Europäer ihn in diesem Winter endgültig für Brennholz auseinandernehmen.